dann glaube ich, ja. Kann man hier oben durch? Nee, kann man nicht. Aber wir haben jetzt das hier. Wir nehmen uns mal die schwierigere Seite vor. Warum machst du das? Hä? Checkpoint. Was hat mir jetzt das gebracht? Und viel Leben oder was? Dein Ernst? Interessant. Immer rückwärts. Ein paar Früchte nicht verschwenden. Ich hab doch anscheinend. Was würde denn passieren, wenn ich von hier zurückgehe? Ah, ups, das war der Anfang. Da hätte ich Tornado-Wirbel benutzen sollen. War ich schon hier? Ich glaube, ich war schon am Ende angelangt. Ja, ich war schon am Ende angelangt. War hier eben auch ein TNT? Wegen der viel Leben hat die Strecke gemacht. Ja. Anscheinend schon. Jetzt bin ich der Meister. Über diesen Schalter. Na, ich hab keinen Bock mehr. Hier mal weiter. Hä? Ich glaube, die war, glaube ich, ein blauer Stein. Oh. Meine Wumperfrüchte. Blauer Edelsteinweg.
vor. Oh, 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 ich wäre fast runtergefallen. Oh, 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 links, ja. Oh. gut platziert. Kisten um die Ecke geholt. Als ob ich ein Noob wäre. Da. Als ob ich ein Noob wäre. Schon wieder, ey. Mit den Wumperfrüchten. Guck mal hier alle Kisten. Ja, ich glaube, restlichen sollten. Wow, wie haben die mich nicht getroffen? Interessant. Schieß die Luftschiffe ab. Hello! So, erstmal muss ich mal gucken. Es ist leider. Warte mal. Kann man das. Bazooka ziehen? Okay. Was passiert denn, wenn ich so mache? Besser. Nee, doch nicht besser. Viele Kisten, kann so ausweichen. Oh, da gibt's Leben. Kann man sogar die Zeppeline sehen, die runterfahren. Nice. Ah. 100%, so. Zwei Zeppeline und vier Kisten. Ja, ich drehe mich immer, damit die Penner mich nicht mehr treffen. Wir machen es ein bisschen schwer. Letzten will ich nicht kaputt machen, weil ich die Kiste hole.